Beste Olympiareiterin der Geschichte. Was bedeutet dir das? Es war gestern ein schwerer Tag für uns alle. Es war kein Tag zum Feiern. Es wurde hier auch nicht groß gefeiert im Deutschen Haus. Draußen liegt ein Kondolenzbuch für Stefan Henze, für alle, die sich eintragen wollen. Und noch ein Wort zu den Fahnen. Es werden ja heute alle deutschen Fahnen auf Halbmast gesetzt. Hier im Deutschen Haus geht es technisch leider nicht. Wir haben deshalb ein schwarzes Trauerband als Zeichen der Trauer dazu dran geknüpft, kann man vielleicht sagen. Groß gefeiert wurde gestern nicht. Das ist, glaube ich, verständlich, aber wir wollen trotzdem den Leistungen des gestrigen Tages Respekt zollen. Das ist auch im Sinne der Angehörigen von Stefan Henze und im Sinne des Kanuverbandes. Und die haben uns bestätigt, es ist auch im Sinne von Stefan Henze. Des Jahres gesagt hätte, gerade nach den Hiobsbotschaften. Wenn man doch so viel erlebt hat und dann von so einem wirklich schrecklichen, tragischen Unfall hört und die Vorstellung hat, man muss jetzt zu Hause anrufen und die Familie hierher holen und sich nochmal verabschieden, dann ist das wirklich unglaublich grausam und das relativiert einfach alles. Da reitet man auch zwischendurch mit dem Gedanken, und sagt, weißt du, sei froh, dass du gesund bist, dass deine Familie gesund ist und das ist hier toll. Und wir, aber das nimmt auch irgendwo ein Stück, ehrlich gesagt, den eigenen Erwartungshorizont, weil es eben so viel relativiert.